Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, nicht Let's Play, ich sage mal Let's Play, Let's Guide Cube World. Wir befinden uns hier vor diesem schniekenweißen Turm und da springen wir jetzt auch gleich mal rein, denn in dieser Folge geht es um Verzauberungen mit Platinum Coins, die ich allerdings nicht machen kann, aber ich möchte euch das mal zeigen. Hier drin findet ihr in diesem riesen gigantischen Turm einen Mann und den kann man anquatschen und kann jetzt zum Beispiel eine Waffe nehmen, nehmen wir mal die 10er Waffe. Und diese auf sein Level herunterholen. Wir haben, das ist jetzt Power 5, Power 10. Wir könnten das, siehst du mal, es kostet uns sogar gar nichts. Wir könnten die jetzt auf unser Level herunterholen. Und könnte ich ja eigentlich mal machen. Komm, ich mach's einfach mal. Jetzt ist die für unser Level nämlich verfügbar, die Waffe. Bringt uns in dem Moment jetzt gar nichts mehr, weil die ist natürlich jetzt schwächer als unsere Waffen. Ich wollte es nur einfach mal demonstrieren, wie das ist mit der Waffe. Wie das geht. Okay. Man kann natürlich aber auch Waffen nehmen. Quatsch, nicht. Waffen nehmen und die dann hochputschen auf andere, auf ein höheres Level. Dann hätte die sogar mehr, wenn ich das machen würde. Allerdings habe ich keine Platinum Coins. Platinum Coins bekommt man, indem man Bosse mit so einem Schwert oben drüber besiegt, wie man jetzt zum Beispiel hier, hier und hier sieht. Da bekommt man Platinum Coins. Allerdings, kann ich mal auf meiner anderen Welt zeigen, ist das verhältnismäßig sehr schlimm. Start Menu, blablabla. Lala. Denn es ist noch nicht sehr ausgereift, das System, glaube ich. Dann gehen wir mal, befinde ich mich hier gerade in der Stadt? Nee, ich gehe mal hier rein. Da befinde ich mich auch in der Stadt, glaube ich. Wo ist die Stadt? Moment, das ist nicht schlimm, dass wir so weit weg sind. Nein. Ich bin recht schnell unterwegs mit meinem freundlichen Gefährten hier. Mal schauen, habe ich. Ich habe einen Kleider dabei, okay. La la la, wir gehen mal ganz kurz in die Stadt hinein, dann zeige ich euch mal, warum das denn so unglücklich im Moment noch ist, meiner Meinung nach. So. Das war ein Käfer, dann bin ich wahrscheinlich schneller als der. Da ist der seltsame Hügel, den wir letztens schon gesehen haben. Das heißt, wir sind gleich da. So. Hier sind die ersten Häuser schon mal. Und da hinten geht's los. Jetzt muss ich nur den Turm finden. Den Turm! Ach, da ist der Turm. So, wir sind gleich da. Falls ihr euch wundert, warum ich so lange gleiten kann, meine Skills sind doch schon recht ausgebaut. Auf diesen Charakter, hier kann man mal ganz kurz reingucken. Da ist schon einiges getan. Bin gerade dabei, mein Pet noch ein bisschen aufzurüsten. So, und dann gehen wir mal hier rein und dann zeige ich euch mal, warum ich das sage. So, hier, guck. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Grand Iron Great Mace hochputschen würde auf mein Level, würde mich das stolze 57.000 Platinum kosten. Und ich habe 700 mit Level 80. Jetzt überlegt euch mal, wie viele Monster man da töten müsste, um das zu erreichen. Man kriegt pro Monster, kriegt man sogar 40 bis 50 in der Dreh rum, so im Durchschnitt kriegt man 40 bis 50 Coins. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie viele Monster man töten muss. Für 6 Level Unterschied. Das ist schon heftig. Goodbye. Okay, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Wenn es heißt, Momento. Die neuen haben wir gerade. Was haben wir mal sehen? Beim nächsten Mal geht es um Quests, Menschen und normale Quests. Bis dahin, tschüss!